willkommen bei Was Wir! Und wie ihr schon seht, werden wir heute Wednesday Addams ein neues Herz operieren geben, weil ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass ihr Herz böse ist! Wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, werden wir heute Wednesdays böses Herz gegen dieses Herz voller Liebe ersetzen, Leute. Und deshalb schreibt jetzt ganz wichtig Herz in die Kommentare, sonst wird das nicht funktionieren. Oh mein Gott, und lasst ein Like dafür, dieses Video, schreibt Herz in die Kommentare. Und ihr seht es, schaut euch mal dieses Herz an, hier steht sogar Love drauf, was auf Deutsch heißt Liebe. Rot voller Liebe. Und ihr wisst, Wednesday Addams hat ein schwarzes Herz. Sie ist voller Aggressionen, sie ist böse, sie ist voller Hass. Wie sollen wir es aber anstellen, Flex? Hast du eine Idee, wie wir dieses Herz austauschen können? Ihr Böses raus, ihr Gutes rein. Was? Wie könnten wir es anstellen? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit und die heißt eine Operation. Was? Wir müssen Wednesday Addams heute operieren. Herz, Herz. Du meinst raus, so, wie wir damals den Grinch operiert haben, so wie ich ganz mit genau. Mädchen Nummer 7 operiert wurde? Ganz genau. Wir müssen ihr schwarzes Herz austauschen und ihr ein Liebesherz geben, was du gerade in der Hand hattest. Leute, das wird richtig geil, das wird richtig krass. Schaltet auf gar keinen Fall ab. Bleibt dran, Mann. Wir werden am offenen Herzen operieren. Deshalb müssen wir uns auch perfekt vorbereiten für diese Operation an Wednesday Addams Herz. Und dazu nehmen wir euch mit. Schaltet nicht ab, bleibt bis zum Ende dran und let's go. Jeder Arzt aka Doktor braucht einen Arztkittel, sonst geht die Operation schief, Leute, und deswegen ziehen wir uns jetzt hier schöne Arztkittel an. Wir haben zwar keine echten Arztkittel, aber sowas ähnliches. Flexi, was ist das hier ungefähr? Ich habe keine Ahnung. Das nennt man ein weißes Hemd, aber sowas haben die Ärzte auch an. Alles in weiß, dass man auch weiß, was passiert. Weiß, was man weiß, was passiert. Lass ein Like da. Leute, ich bin ready, Flexi, wie schaut's mit dir aus? Ich auch. Ein guter Arzt hat auch immer gute Handschuhe dabei, weil wir operieren natürlich nicht mit den Händen, sondern mit sterilisierten Handschuhen. Und dafür haben wir uns diese schwarzen geholt, die haben wir uns ausgesucht, damit man da nicht zu viele Rückstände auf den Handschuhen sieht und damit ihr euch eben erschreckt. Weil es wird wirklich gefährlich, deshalb bleibt bis zum Ende dran. Es wird heute eine Operation an Wednesday Addams stattfinden. Gar keinen Fall nachmachen. Flex, weiter geht's. Ein guter Doktor braucht auch das richtige Werkzeug. Hier haben wir ein Stethoskop, Freunde, damit können wir ihre Vitalfunktion überwachen. Und ich habe das Messer, sonst können wir sie nicht aufschneiden, um das Herz zu tauschen. Lass mich mal kurz an dir testen, Freunde, hört mal genau hin. Oh mein Gott, ihr seht, hörst du mein Herz? Ich bin aufgeregt, weil es passiert heute. Wir haben auch noch eine Schere. Flexi, Doktor, Flexi, nehme ich Schere und Messer. Du hast das Teil. Gehen wir weiter zum Operationssaal. Natürlich darf der richtige Operationstisch auch nicht fehlen. Und das ist er hier. Ihr seht das gute Stück. Er sieht top aus, Mann. Wenn alles gut läuft. Und die perfekte Größe für Wednesday Addams. Flexi, willst du es mal probieren? Das schwarze Herz tauschen wir in das rote Herz voller Liebe aus. Aber Flexi, bevor wir die Operation beginnen, fehlen natürlich noch zwei Sachen. Was denn? Was fehlt noch? Wir müssen uns erstmal schützen gegen die ganzen Bakterien in der Luft. Stimmt. Und dafür brauchen wir eine Maske. Wir wollen auch Wednesday Addams schützen. Weil wir sind Dr. Flexi und Dr. Cayman. Bei mir geht sie gar nicht auf. Ja, und was noch? Was fehlt noch? Unser Patient, Wednesday Addams, fehlt. Ja, aber wie sollen wir denn hierher holen? Wie sollen wir sie hierher holen? Sie könnten sie in FaceTime anrufen. Was meinst du? Wir rufen sie jetzt sofort an. Gehen wir rein? Ja. Auf geht's. Wir rufen jetzt Wednesday Addams an, die immer noch böse ist. Erstmal mit ganz normalem Telefonanruf. Aggressiv, Mann. Ihr Wednesday Addams. Die original Wednesday Addams rufen wir an. Wir blätten es euch auch hier drüben ein, dass es uns glaubt. Es hupt. Ja, es hupt. Hoffentlich geht's hier ran. Geht's hier ran? Warte. Nee, es tut nicht. Aber wir haben ja Zeit, Leute. Wir haben ja Zeit. Wir haben deshalb euch. In der Zeit schreibt jetzt nochmal ein Herz in die Kommentare und lasst ein Like da. Der Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Das war's. Ich wollte gerade sagen. Warte, ruf in FaceTime an. So wie wenn sie Cameron und Flexi sieht, vielleicht hat sie dann Bock drauf. Vielleicht geht sie dann ran. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja Zeit. Wir haben schon alles vorbereitet. Deswegen ist es perfekt. Wir sehen schon so aus in FaceTime. Ihr seht, es klingelt. Ihr seht auch uns hier. Ihr könnt es in der Kamera sehen, rechts oder links. Ich weiß noch nicht, wo ich es einblende. Hoffentlich geht Wednesday Addams per FaceTime an. Vielleicht hat sie dann mehr Vertrauen in uns. Was meinst du? Ich hoffe, Cameron und Flexi rufen an, was wir vom Hauptquartier aus. Sie muss doch rangehen, oder nicht? Es tutet auf jeden Fall. Und hier sind wir richtig schön als Ärzte verkleidet, Mann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Verkleidet? Wir sind richtige Ärzte heute. So ist in der es ganzen heute. Folge. Bleibt auf jeden Fall dran und schreibt Herz in die Kommentare. H-E-R-Z. Wir sagen es nicht oft genug, denn ihr jetzt müsst es alle den Daumen nach oben. Ich will nicht, dass es... Hier steht FaceTime nicht verfügbar, abwesend, Mann, Leute, ihr seht's. Was soll ich machen? Nachricht was hinterlassen? Was macht sie denn? Anrufen, abbrechen oder Nachricht hinterlassen? Die ist doch in der letzten Folge abgehauen. Soll ich auf Nachricht hinterlassen schreiben? Nachricht? Ja, komm, wir schicken eine Nachricht. Dann schreibt, wir sind's. Wir haben eine riesengroße Überraschung für dich, Wednesday Addams. Perfekt.
Die Sprachfunktion hat sofort funktioniert. Ihr habt es gesehen. Eben, hat alles automatisch eingetippt. Ich habe nicht mal mehr was gemacht. Finde ich toll. Hervorragend. Die Nachricht ist abgeschickt. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass sie uns antwortet. Weil wir haben doch wirklich eine Überraschung für sie. Wir wollen das schwarze Herz gegen das rote Herz voller Liebe austauschen. Sie weiß es aber nicht. Das war eure Idee. Ihr hattet sie nämlich in die Kommentare geschrieben, dass wir die böse Wednesday wieder lieb machen sollen. Und wie schaffen wir es am besten? Indem wir die Herzen tauschen. Sie war wirklich böse. Sie wurde immer aggressiver und immer böser. In der letzten Folge habt ihr es gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt jetzt mal hier oben rechts drauf. Da oben ist die Folge. Da könnt ihr es euch anschauen. Das war die Folge vom letzten Mal. Sie hat sich gestritten mit Megan und so weiter. Das geht gar nicht. Megan. Flexi, Mann, sie ruft an. Und hat sie Angst. Soll ich rangehen? Über FaceTime? Soll ich rangehen? Ja! Alles klar, Leute, ihr seht's hier. Passt los auf! Passt los auf, ich sag's dir! Okay, Wednesday, warte mal. Ja, Dance, wir müssen Bescheid. Ist wirklich aggressiv, Mann. Leute, Wednesday, Mann, wir sind jetzt hier nicht alleine. Wir haben Fans hier, ihr seht. Wir sind live. Wir sind live, also bitte benimm dich. Dann überleg dir gut, was du sagst und du auch, wenn die Polizei kommt. Das verspreche ich dir. Beruhig dich, Wednesday, bitte beruhig dich. Wir haben eine Überraschung, wir wollen dir helfen, okay? Wir haben was Gutes für dich. Du bist so böse und aggressiv, wir wollen das ändern. Was Gutes? Schön aufpassen, überleg dir's. Ich mach dich fertig und schön nicht lachen. Ist in Ordnung. Bitte komm vorbei, okay? Wir haben eine Überraschung für dich und wollen sie dir gerne zeigen. Krass. Es ist wirklich was Tolles. Ihr wollt es sehen, wir wollen es sehen. Und für dich ist es wirklich was Schönes. Es ist etwas mit Liebe. Sind Sie hier nicht weitergegangen, obwohl die Kasse da stand? Bitte komm, okay? Bitte komm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Komm, bitte. Lasst ein Like da, unsere Fans, lasst ein Like da. Lasst jetzt alle mal ein Like da, Spencer Adams. Haben Sie mich zuerst angefasst? Du kommst? Ja, Sie dürfen lachen. Ja, sie kommt! Sie kommt! Wann bist du hier? Schön Abstand halten, aber schön Abstand halten. Hör sie mal! Du bist schon auf dem Weg, hast du gesehen, die ist losgelaufen. Ja, weg ist sie. Wie krass ist das, Freunde? Wortwörtlich weg ist sie. Sie kommt auf dem Weg hierher zu uns. Das heißt, unsere Operation findet wirklich statt. Sie findet wirklich statt. Ich kann sie auch schon vorbereitet, oder nicht? Ey, krass, Leute, Mann. Jetzt können wir einfach nur noch abwarten, bis sie da sind. Dann geht's. Aha. Ey, Mann, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Heute wird's extrem. Operation Wednesday Adams und Megan. Wenn Wednesday hier ist, müssen wir sie sofort beruhigen, Flat. Ja. Ah, da ist sie. Hallo Wednesday. Hallo Wednesday, wie geht's dir? Alles gut? Schön aufpassen, überleg dich. Mach dir keine Sorgen, vertrau mir. Wir wissen, dass du sauer bist. Ja. Wir wissen, dass du alleine bist. Wir wollen dir helfen. Egal, wir was wollen du dir helfen gesehen hast. Das ist nicht das, was du denkst, Wednesday. Haben sie mich zuerst angefasst? Wir helfen dir, wirklich, Wednesday. Tom, wir helfen dir. Vertrau uns, Wednesday. Wir helfen dir, Wednesday. Oh mein Gott, Wednesday, Adam. Keine Angst, Wednesday. Alles wird gut, Wednesday. Bitte setz dich hin und werde dich nicht, okay? Bitte setz dich hin. Setz dich hin, Mann. Okay, jetzt legst du dich ganz in Ruhe hin. Entspann dich. Keine Sorge. Beine hoch. Alles wird gut. Wednesday, denk einfach, du bist in der Karte. Karibik, in dem Liegestuhl. Wir müssen dich jetzt leider nur befestigen. Ein bisschen befestigen, dass auch nichts passiert. Du bist jetzt befestigt, sehr Freunde. Gut. Wir haben jetzt Wednesday Adams befestigt und wir werden dir jetzt verraten, um was es geht, Wednesday. Bist du bereit? Gott, deshalb schreibt jetzt nochmal alle Herz in die Kommentare, weil darum geht es und lasst ein Like da für Wednesday Adams. Du hast es richtig gehört, Wednesday. Wir werden heute dein schwarzes, böses Herz rausoperieren. Du hast viel zu viel Hass in dir, das kann doch nicht sein. Wir wollen Wednesday Staffel 2. Wednesday ist so aggressiv, so Mann. Wir müssen, weil du so voller Liebe wirst. Du musst doch mal schätzen, was du hast. Du bist okay, eine Wednesday. Dame. Und du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir werden dich komplett unter Vollnarkose setzen. Auf jeden Fall. Alles wird gut, Flexi. Leute, Spritze. Einmal Spritze. Wednesday, das wird jetzt nur einen kleinen Pieks tun. Also keine Sorge, okay? Alles klar, bist du ready? Mach dir keine Sorgen, Wednesday. Du bist hier in den besten Händen. Wenn du wieder aufwachst, dann wirst du ein neues Herz haben, ein neues Leben führen können. Zähl bitte bis 10 runter. Wednesday? Dr. Flexi? Vitalfunktion, alles in Ordnung. Es ist perfekt für die Operation. Wednesday schläft jetzt. Wednesday wird nichts spüren. Wenn sie aufwacht, ist sie ein neuer Mensch. Wir werden ihr ein neues Herz einsetzen. Ein gutes, kein böses. Und zwar mit Liebe. Und deshalb schreibt alle bitte jetzt noch einmal Herz in die Kommentare und lasst ein Like da. Gebt einen Daumen. Wir beginnen nun mit der Operation. Bleibt bis zum Schluss dran. Dr. Flexi? Ja? 15er Schere. Boah! Cayman. Leute, wir werden jetzt natürlich erstmal ihr Korsett, ihr schönes Kleid ausschneiden. Ja, oh mein Gott. Bereit? Vorsichtig, Cayman! Bitte vorsichtig! Okay. Alles klar, Freunde. Hier ist das offene Herz. Dr. Flex, ich brauche jetzt ein kleines Dreier-Skalpell. Hab ich hier, gleich hier.
Bitte schön. Freunde, ihr geht jetzt mal ein Stück zurück. Jetzt wird es ein bisschen nasty. Das wollt ihr nicht sehen. Nein, 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 Mann. Es bist geht du ja bereit, hier um das Dr. Flexi? Herz. Ich bin bereit. Oh mein okay. Gott. Oh mein Gott. Oh, ja! Leute, Mann! Ich hab dir gedacht, Mann! Oh mein Gott, so viel Hass! Es ist schwarz-grau! Oh mein Gott! Dr. Alles. Flex, ich brauche Ihre Hilfe! Ja! Ziehen wir es raus! Ja, ich versuch's! Oh. Ja, es kommt! Das Herz kommt! Das Herz kommt! Oh mein Gott! Alter, Leute! Schaut euch das Herz an! Es ist schwarz wie die Nacht! Es ist voller Hass! Ihr hatten recht, Mann! Er ist so wütend! Ihr habt es nämlich in die Kommentare geschrieben. Herz, 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 Herz. Ihr habt gesagt, oh mein Gott, weil ihr so viele schreibt. Herz in die Kommentare. Komm mal näher, wir schauen uns das genauer an. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Seht ihr das, Mann? Hier sind Narben. Da sind Narben. Weißt du, was es bedeutet? Sie hat schon richtig viele Schicksale hinter sich. Und weil sie alleine ist. Niemand steht zu ihr. Es ist Wednesday Addams. Sie ist schwarz gekleidet und hat ein schwarzes Herz. Mir tut die Wednesday hier ein bisschen leid irgendwie, Freunde. Mann. Ja, aber dafür sind wir hier da. Wir wollen heute in dieser Folge nur für euch Wednesday Addams retten. Oh mein Gott, wir wollen sie retten. Was ist Cayman? Oh mein Gott! Was ist los, Cayman? Ihre Vitalfunktion! Ihre Vitalfunktion sinkt! Wir müssen sie reanimieren! Okay, los! Ja! Wednesday, bleibt da! Ja, Wednesday! Oh mein Gott, wir wollen dich retten, Mann! Wir wollen dich mit Liebe übers... Wir haben einen Puls! Aber ein ganz schwachen, weil sie ja kein Herz mehr hat, Freunde! Wir müssen ihr neues Herz ersetzen! Ihr Herz ist draußen, ihr schwarzes, voller Hass getränktes Herz! Und jetzt holen wir unseres Herz, was wir jetzt einpflanzen wollen. Wir müssen uns wollen. Beeilen, sonst endet sie wie Jason Statham bei Crash. Voller Liebe, holen wir. Ich hab das Herz, Dr. Cayman. Perfekt, Dr. Cayman, Dr. ein ganz perfekt. Frisches Herz voller Liebe. Wie alt ist dieses Herz? Ganz, ganz frisch, Mann. Schau doch. Oh mein Gott, Freund. Ist es perfekt, Cayman, oder? Schaut euch das an. Es ist voller Liebe. L-O-V-E, Love. Schreibt deshalb jetzt nochmal noch Herz in die Kommentare und lasst ein Like es da. Ist perfekt. Leute, es ist perfekt. Jeder, der auf Liebe steht, lässt jetzt bitte ein Like da für dieses Video. Wir werden Wednesday retten. Dr. Flexi, bereiten Sie sich vor. Jawohl. Dieses flauschige Herz voller Liebe werden wir Wednesday Addams jetzt einsetzen. Wir werden sie operieren, wie sie im Titel stand. Dass sie nicht mehr so viel Hass lebt, sondern Liebe erlebt. Sie soll Liebe leben. Liebe leben, spüren. Alles. Deswegen, jawohl. Dr. Flexi, Tom, geh ein Stück zurück. Ja, oh mein Gott, jetzt wird's krass. Bereit, Dr. Flexi? Ich bin bereit. Seid ihr auch alle bereit? Lass dein Like da. Hier ist das Herz. Hier ist Wednesday, das Neue. Jawohl. Okay, Flexi, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir sind sehr vorsichtig. Nur für Wednesday Addams. Okay? Drei. Kevin? Zwei. Eins! Oh mein Gott, Freunde! Es hat geklappt! Bist du dir sicher? Leute, die Operation ist geglückt. Ihr seht es hier, das Herz ist drinnen. Dank eurer Hilfe. Wir können nur hoffen, dass und ihr das Herz annimmt. Und wie krass ist das denn? Wir haben ein Hassherz gegen ein Liebesherz getauscht für Wednesday Addams. Wichtig ist nur, dass sie das böse Herz abschnitt und das Gute annimmt. Dafür machen wir sie jetzt das erstmal ist verdammt wieder wichtig, frei, Mann. Leute. Wir freien sie natürlich, weil sie müssen jetzt eigentlich voller aufwachen. Liebe sein. Wednesday, Wednesday, aufstehen, Wednesday. Wednesday? Leute, sie ist wach! Wednesday ist endlich wach nach der Operation! Geht's dir gut, Wednesday? Ja, nimmst du das Herz wirklich an? Nimmst du das es Herz ist voller an? Liebe! Oh mein Gott, seht ihr das, Freunde? Oh mein Gott! Sie hat Herzen gesprüht! Sie ist haben wir es wirklich geschafft, Dr. Cayman? Wir haben es wirklich geschafft! Dank euch! Wednesday, ganz vorsichtig, ganz alles vorsichtig! Alles in Ordnung! Ist Wednesday! Gut. Oh mein Gott! Sie ist nicht mehr aktiv! Bist du noch böse? Alles okay? Sie will tanzen, das gibt's nicht. Endlich. Sie will direkt tanzen. Der Liebestanz, es ist das, sie... Oh mein Gott, die Liebesgeschichte des Jahrhunderts. Dank Wednesday euch, Addams ist voller Liebe. Wie? Meinen ersten Freund. Du willst einen Boyfriend, einen Freund? Vielleicht. Ein Crush? Hast du einen Crush? Traumjunge soll unbedingt braune Haare haben. Oh mein Gott, weißt du was? Du hast ja ein Liebesherz. Den stellst du uns allen mal vor in der nächsten Folge. Was meinst du davon? Wenn ihr das wollt, dann schreibt jetzt alle nochmal Herz in die Kommentare und lasst ein Like da. Überlegt mal eine Liebesgeschichte mit Wednesday Addams. Wir wollen dich von deinem Liebesglücklich abhalten. Die verliebte Wednesday Addams. Wenn du willst, kannst du zu deinem Freund gehen. Willst du das? Sei offen. Und dann hol ihn, bring ihn mit. Und höre auf dein Herz. Wirklich? Und auf deinen Bauch. Oh. Leute, Mann, Freunde, wie krass war das? Und ich würde sagen, in der nächsten Folge lernen wir Wednesdays Freund kennen und operieren Megan. Oh mein Gott!